Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir sind hier immer noch im Turm von Rapunzel. Ich frage mich übrigens, wo Mutter Gothel hier eigentlich gewohnt hat. Weil, obwohl andererseits, das ist ja ihr Zimmer ganz oben, dann ist wiederum die Frage, wie sie eigentlich hier rausgekommen ist. Wir sind ja die Ranken hochgeklettert und klettern sie jetzt gerade wieder runter. Oh, jetzt kommt die mir hinterher. Und baut einfach mal eben nebenbei was auf. Okay, machen wir es einfach so. Ja, genau. Zu dir komme ich dann später nochmal. Ich möchte jetzt erstmal eben wissen, wo Merlin ist. Der ist da unten. Ich möchte aber, ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich sehr viel gemacht habe. Ich möchte mal ganz kurz in mein Haus noch reingehen. Ja, ich bin sehr, sehr unvorbereitet jetzt gerade. Das muss ich leider zugeben. Die kann man nicht pflücken. Nee. Hallo? Hallo, Char? Es ist ja toll, dass du da einmal drumherum läufst, aber warum kannst du die nicht von der anderen Seite pflücken? Das muss ich nicht verstehen. So, was ich eigentlich wollte, wie gesagt, ich wollte einmal kurz ins Haus, damit ich mich wieder aufladen kann. Ach so, wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Ich habe wieder ganz, ganz viel eingesammelt und ganz, ganz viel vergessen wegzutun. Dementsprechend werde ich jetzt mal eben kurz zumindest ein paar Sachen, ja gut, das war es jetzt auch schon mal wieder, hier reintun, damit wir jetzt gleich kein Problem haben. Und dann schauen wir mal, wenn er noch da ist, was ich hoffe. Nicht Sammlung, Karte natürlich. Dann porten wir einmal nach oben zu Merlin. Hallo Schweinchen. Und hoffen inständig, dass er uns helfen kann, unsere Ich kann Werkzeuge zu in die verbessern. Zukunft sehen, also Hallo. weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Also mit anderen Worten, du gibst uns neues Werkzeug, ja? Du bist hier, schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich nehme an, du hast die seltsamen Trümmer auf der Insel der Ewigkeit bemerkt, Gameplayerin. Im Land der Uralten sind eine Art uralte Trümmer verstreut. Stalagmiten aus Glas in den funkelnden Dünen und bösartige Pflanzen sprießen überall im wilden Dschungel. Ach, das sind die ich glaube ich mal gießen wollte. Sie hindern mich daran zu dekorieren. Ja, das auch. Sie sind wirklich hässlich, das auch. Sie halten mich davon ab, Orte zu erreichen, die ich erkunden möchte. Ja, weißt du, es ist seltsam. Deine herrschaftlichen Geräte sollten alles entfernen können. Aber es scheint, dass die Magie der Insel der Ewigkeit in sie eingedrungen ist. Sie sind in der Zeit eingefroren. Um sie zu beseitigen, brauchst du die Magie der Sanduhr und den Tisch der Zeit. Untersuche die Echos aus der Vergangenheit auf deinem Tisch der Zeit. Es muss einen Weg geben, wie du Tränke herstellen kannst, um deine herrschaftlichen Geräte mit der nötigen Magie zu versorgen. Und jetzt lauf. Nein, jetzt sag mir aber nicht, ich. Nein. Jetzt sag mir nicht, ich soll diese doofen Tränke herstellen. Ich will das Ganze, dauerhaft haben. Mann, ich muss ja auch was abbauen. Wenn ich hier schon mal was sehe, dann gehe ich da mal zwischendurch auch mal rein. Wobei ich jetzt hier nur Kupfer bekommen habe. Ah, das ist doof. Nein, Gameplayerin. Stelle mit Hilfe des Tisches der Zeit Folgendes her: kleine Trümmer Schaufeltrank. Eigentlich müsste das unter Aufgabe sein, ne? Ist aber natürlich wieder nicht. Spezial. Kleine Trümmer Schaufeltrank. Die kann ich herstellen. Da brauche ich 10 Perlen für. Oh, Glas der Oase. Da brauche ich noch mehr von. Glas der Oase. Wo habe ich die denn eigentlich her? Und Tropenholz. Gut, das könnte ich einsammeln. Das eher nicht. Okay, wir stellen jetzt erstmal. Mit den armen Perlen, die wir gefunden haben. Leider haben wir ja nicht so viele. Stellen wir erstmal das her. Dann muss ich mal gucken, wie kriege ich jetzt heraus? Ist das unter Sammeln oder unter Edel? Sind das Edelsteine? Nee, oh, Wabenstein. Oha, okay. Brettspiel? What?
Boardgame? Vajana, Schön und das Biest? Alter, was ist das? Hä? Runde 4. Startpunkt irgendwo. Hä? Was ist das? Wie Brettspiel. Leute, macht doch wenigstens eine Erklärung dazu, auch wenn man das noch nicht machen kann. Zeitveränderung. Da haben wir Sachen gefunden. Da sind aber die Steine, glaube ich, nicht von, oder? Nee, das sind nur die Sachen, die man herstellen kann hier unten. Und oben im Endeffekt die Sachen. Ja, ja. Edelsteine ist es aber auch. Unter Sammeln ist es. Okay, also, wo du das findest. Steppe, Ödnis, Oase, Grenzland. Übrigens bei, oder? Nee. Okay, das ist wieder woanders. Aber Steppe, Ödnis, Oase, Grenzland. Und was haben wir frei? Steppe. Oase haben wir noch nicht. Ödnis haben wir auch nicht. Grenzland auch nicht. Also können wir das nur hier oben in der Steppe finden. Ja, das ist ja blöd. Moment, ich gucke noch mal eben, was waren das andere? Ach, das waren diese, das war das Holz, ne? Das Tropenholz, genau. Okay, das ist jetzt vermutlich einfacher zu finden, aber ich versuche trotzdem... Hast du mal kurz Zeit? Nee, jetzt, ich muss mich konzentrieren, Miki, es tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal zur Steppe. Und darauf hoffen, dass die Dinger jetzt hier irgendwo im Sand liegen. Also ich meine auch, wenn ich die gefunden habe, dass die irgendwo mal auf dem Boden gelegen haben. Ich werde aber trotzdem zusätzlich auch noch die Dinger hier abbauen. Oh, sehr schön. Ja, damit haben wir dann 6000. Sehr, sehr gut. Da hinten ist nochmal so ein... So, damit das gleich nicht im Weg ist hier. Ja, wohin, wohin? Na, komm, komm. Ja, lauf. Ah, sehr schön. Nein! Du Schwein! Oh, Entschuldigung, Schweinchen. Okay. 4 Sachen konnte ich diesmal machen. Also ich denke mal, 4 wird wohl die Grenze sein, wenn man schnell ist. Vielleicht kann man die auch später noch verbessern. Das weiß ich nicht, dass man halt länger diese Zeitrisse machen kann. Aber aktuell sieht es eher nicht danach aus. Habe ich die vielleicht bekommen, wenn ich die hier kaputt gehauen habe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, woher ich die habe. Ich meine, dass die auf dem Boden irgendwo gelegen haben. Also einfach so, dass ich die aufheben konnte. Und dann fände ich es natürlich noch blöder, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe, die extra für eine Quest brauche und aber nicht besorgen kann, weil die jetzt nicht mehr hier auf dem Boden liegen. Also das fände ich dann richtig doof. Also richtig doof gemacht. Ja, hier raus geangelt kann ich die eigentlich nicht haben, oder? Und das sind mehrere. Also das kann eigentlich auch nicht sein, dass ich die irgendwo hier... Oh, oh, nein, nein, nicht weggehen, nicht weggehen. Komm her, Schlange, komm her. Nein, bleib doch mal stehen. Kann man, ich kann auch nicht klicken oder so. Ich möchte mal versuchen, die zu füttern. Anscheinend muss man irgendwie da, wo die hinlaufen, einfach nur ruhig stehen bleiben. Die Frage ist nur, was fressen die? Also, wahrscheinlich würden die Tiere fressen oder so, ne? Aber ich gebe denen jetzt erstmal eine Erdbeere. Die wollen sie nicht. Ja.
ich mir schon, aber man kann es ja mal probieren. Bleibst du nochmal hier stehen? Ah, ich habe da jetzt keine Nerven drauf. Ich muss ja jetzt die Sachen suchen. Hier ist auch noch was. Was ist das? Eine Erinnerung, okay. Es ist Gaston, als ob ich es gewusst habe. Sieht aus, als ob ich feststecke. Niemand beherrscht die Natur wie ich. Mit etwas, ich komme schon allen zurecht. Ich muss es so vorlesen, wie es da steht. Übrigens, es tut mir leid, es scheint wirklich so gewollt zu sein, dass es so geschrieben ist. Ich hatte nämlich schon mal... da war jetzt nichts Neues mehr drin, ne? Genau. Ich hatte nämlich schon mal zwischendurch noch mal eins von diesen Dingern gefunden. Ach so, schade. Ich dachte, man könnte das nehmen. Und das war genauso geschrieben wie das jetzt und wie das beim letzten Mal. Und ja, ich weiß nicht, war Gaston irgendwie ein Analphabet? Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Dass ich irgendwas in der Richtung... Aber gut, ich meine, er hat ja auch nichts gemacht, außer zu singen, die Leute zu beschuldigen. Also sprich... das Biest zu beschuldigen. Und sonst hatte der ja nichts Besseres zu tun, als die Leute aufzustacheln, da hinter dem Biest herzugehen. Ja, also es sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube, die Aufgabe können wir dann für heute leider nicht zu Ende machen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen an... Ich will es nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Das gehört ja nicht mehr dazu. War ja nur die Steppe. Grenzland und Oase, glaube ich, stand da drin, ne? Wo waren das nochmal? Nee, nicht Zutaten. Sammeln, hier. Steppe, Oase, Grenzland und die Ödnis. Wobei die Ödnis habe ich halt auch nicht. Oase ist das da unten und Ödnis ist das da oben. Ja, also können wir leider heute nicht zu Ende machen. Deswegen gucke ich jetzt aber trotzdem nochmal nach dem anderen. Das ist, glaube ich, auch unter Sammeln. Tropenholz. Grasland, Promenade, Hain und Lagune. Grasland, Hain. Promenade. Hier und Lagune. Also hier in den zwei Bereichen, da wo es grün wird, da kann ich dann das Tropenholz noch, wenn ich Glück habe, besorgen. Tja, hätte ich jetzt mal vorher mehr Tropenholz geholt. Ich habe es extra liegen gelassen, weil ich mir gedacht habe, naja, ist ja nur Holz, ne? Brauchen wir ja jetzt im Moment nicht. Da ist schon mal eins. Nach dem Motto, kann man ja später immer noch sammeln. Blöde ist jetzt nur, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel ich jetzt davon brauche. Zwei haben wir schon mal. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt noch drin habe. Also wie viel ich theoretisch schon benutzen kann. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Ja, ja, ja. Nein! Nein, nein, nein. Nein. Willst du mich hier? Dann mache ich das auf jeden Fall schon mal weg. Nehme ich natürlich den dafür mit. Und wieso kann ich das jetzt nicht mitnehmen? Haben wir hier irgendwas Unwichtiges eventuell, was wir hier liegen lassen könnten? Normalerweise würde ich jetzt das Holz rauswerfen, nebenbei bemerkt. Aber wir können was essen. Wir können was essen. Das. Das essen wir. Und sie hat das so blöd hier hingestellt, dass ich es gerade fast nie mehr gesehen habe. Ah, sehr schön. Wir haben neue Rezepte damit bekommen. Ah, gut. Aber wir hatten doch schon Zinn. Zinn hatten wir doch schon gefunden. Hier ist noch was Neues, oder? Ja. Solche Angst vor allem, nicht gesehen im Verderben, wie sie versuchte, die Welt vor mir zu verbergen. Obwohl ich sie noch vermisse. Mit meinen letzten Reserven. Etwas, etwas, etwas. Wie kann mein Leben jetzt werden? So, okay. Achso, da können wir auch noch rübergehen, genau.
Na, nee, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich wieder so viele, was ich hier. Ah, die kann ich wahrscheinlich auch nicht aufnehmen, ne? Falsche Farbe? Oder doch, geht noch. Das kann ich jetzt nicht aufnehmen, wetten? Na, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Wobei das Essen nicht viel gebracht hat. Essen wir mal Popcorn. Ich habe keine Ahnung, wie viel das bringt. Ist aber auch nicht so viel. Weil das können wir jetzt direkt wieder verwenden. Dann haben wir wieder einen. Oh, was ist das denn? Süßigkeiten-Rennfahrerhelm. Oha, okay. Zink. Ich glaube, das. Nee, wir haben aber das eben aufgenommen. Aber Zink haben wir auch neu. Also das spielt auch noch irgendwie eine Rolle. Oh, Moment mal. Was sehen denn meine müden Augen? Können wieder Pünktchen holen. Naja, einmal Pünktchen holen. Das hatten wir, glaube ich. Doch, das hatten wir. Da kommen wir. Direkt da hoch. Ja, doch, von da sind wir runtergekommen beim letzten Mal, ne? Hier ist nochmal eine Erinnerung. Was zur Hölle ist das? Okay. Sind das Fliegen? Die Sonne nährt alles, auch mich. In der Welt geht es mir gut, obwohl du willst, dass ich bleib in deiner Obhut. Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, Mutter Gothel ist da schon eine eigene Spezies, ne? Ich meine, klar, bei allem, was wir so miterleben, ist es mir natürlich auch viel lieber. Kann man noch nichts machen. Wenn ich weiß, wo meine Tochter ist und wenn ich weiß, dass sie durch jemanden beschützt wird. Aber man muss ja nicht wie Mutter Gothel sein. Hier kann ich also nichts mitmachen, ne? Oder vielleicht mit dem Stab irgendwas? Nö. Komisch. Ist bestimmt noch von irgendeiner Quest, aber ich habe keine Ahnung, worum es dann da geht. Gut. Oh, hier ist nochmal Holz. Holz, Holz, Holz. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Holz wir mittlerweile haben. 6 Stück. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Ich glaube 5 Stück oder so. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen sammle ich lieber noch mal ein bisschen mehr. Die natürlich auch direkt, wenn ich hier schon sehe. Ach, hier sind wir. Du bist aber den ich schon gefüttert habe. Deswegen zu dir gehe ich jetzt nicht. Ach, Mann. Ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Habe ich die nicht gerade alle weggenommen hier? So, hier sehe ich auf jeden Fall kein Holz mehr. Na gut, Moment. Das ist wieder neu gewachsen? Hier habe ich doch eben noch was geholt, oder? Ja, mal gucken, wie viel wir brauchen. Also wir gucken erstmal. Und dann gehen wir zur Not wieder zurück und versuchen, ich ob wir habe noch einen was Job sammeln für können. dich. Das ist toll, aber nicht jetzt. Wobei, naja, ihn müssten wir eigentlich auch mal tatsächlich hier willkommen heißen, ne? Nein, oder? Moment, halt doch. nein, das war nicht genug. 20 brauchen wir. Oh, ihr wollt mich doch. Und vor allen Dingen geht da der Nebel. Nebel ist es. Der Nebel geht auch noch flöten, wenn ich das mache. Och, nö. Och, das ist doch echt scheiße. Das ist wirklich blöd gemacht. Und ich kann jetzt hier auch gerade nichts machen, weil ich habe halt nur diese speziellen Punkte, wo ich hin kann. Ja, dann tut es mir jetzt erstmal wirklich leid. Dann werde ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Sollte ich das jetzt innerhalb der nächsten Zeit schaffen, also innerhalb der nächsten 2 Tage im Endeffekt, die restlichen Utensilien noch zu beschaffen, also 20 brauche ich, brauche noch 11 Stück von dem Holz, wobei das könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Ich denke mal, das spawnt vielleicht so alle Viertelstunde oder so, wenn ich Glück habe. Aber ich habe Hast keine du eine Minute Ahnung, Zeit? wie ich die Steine kriege, die ich jetzt auch hier gerade nicht, Moment, die ich jetzt hier gerade nicht drin habe. Wie viele Steine brauche ich? Aber das zeigt der. Nee, der hat mir aber angezeigt, dass ich welche hab, ne? Ja, der hat die aus dem Haus nämlich rausgenommen. Und ich habe 11.
Ach nee, ich brauche noch 11, habe ich gesagt. Das war's. Beziehungsweise er hat es nicht aus dem Haus rausgenommen, sondern eventuell hier rausgenommen. Ich hatte die, glaube ich, hier reingetan, ne? Ja, ja, genau. Ich hatte sie hier reingetan. Ach, das ist doch doof. Das ist doch doof. Also ich würde euch lieber jetzt natürlich die Quest weiter zeigen, aber ich kann es im Moment nicht. Sollte ich es nicht schaffen, in der Zeit die benötigten Materialien zu finden, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Dann ist die Folge leider erstmal zu Ende und wir müssen sie später weitermachen, was ich nicht hoffe. Ansonsten sehen wir uns jetzt direkt wieder. Ja, ihr Lieben, da bin ich nochmal. Allerdings nur kurz, weil ich habe immer noch nicht alles leider. Ihr seht, ich war fleißig und habe Löcher gegraben, weil ich mich nämlich daran erinnert habe, dass ich, zumindest meine ich das, diese Steine bekommen habe, als ich, hier vorne die Beete angelegt habe. Ich meine, dass ich da nämlich diese Steine dann rausgeholt hatte. Und ich hoffe, dass das jetzt genug sind, dass wir mal eben zusammen das zweite noch machen können. Ich habe jetzt 5 rausgeholt und ich glaube, 6 hatte ich noch bei mir in der Truhe. Das heißt, ich schaue mal eben nach. Ich hoffe, dass ich nicht wie bei den Hölzern da 20 Stück von brauche. Nein, ich brauche 10. Oh, sehr, sehr geil. Okay, damit bin ich dann meiner Quest oder meinem Questende ein Stückchen näher gekommen. Tropenholz habe ich bisher jetzt noch nicht gesucht, aber ich werde auf jeden Fall alles tun, um natürlich jetzt auch noch das restliche Holz zu finden. Das heißt, mit anderen Worten, ich laufe immer wieder die gleichen Gegenden ab und hoffe einfach nur, dass das Holz wieder da ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit bin und das Holz entsprechend gefunden habe. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe... Oh, mein Inventar ist ziemlich voll. Ich habe endlich die 20 Tropenholz. Das heißt, dass wir jetzt ganz schnell einen Port suchen werden. Hier vorne ist einer, genau. Ich habe ja auch nebenbei ziemlich viel leer gemacht, wie man sieht. Ziemlich viel aufgeräumt. Schweinchen, gehen wir mal aus dem Weg. Ich muss mich beeilen, weil ich möchte hiermit nämlich... bin ich doof? Moment, da... Ich möchte hiermit natürlich auch relativ schnell durchkommen, weil die Quest schon sehr, sehr lange gegangen ist und entsprechend lange auch das Video jetzt ist. Jetzt habe ich keinen Platz mehr wahrscheinlich, um hier irgendwas reinzutun, oder? Mal schauen. Wir machen es auf jeden Fall. Okay. Haben wir die damit jetzt verbessert? Nee, wir haben jetzt nur die Tränke hergestellt, oder? Nee, wir haben keine Tränke im Inventar. Haben wir die jetzt komplett verbessert? Oh, das wäre so geil. Ich dachte, wir haben jetzt nur die Tränke gemacht. Wo ist er denn? Da oben kommt er. Ja, ich würde sagen, ich laufe ihm mal entgegen, damit das nicht so lange dauert. Er sollte mir jetzt auch theoretisch entgegenlaufen. Wenn ich jetzt porte, dann verpasse ich ihn wieder. Dann muss ich ihm wieder hinterherlaufen. Das ist dann auch nicht so schön. Komm, das machen wir noch schnell weg. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Nee, umgekehrt. Ich brauche deine Hilfe. Wunderbar. Deine herrschaftlichen Geräte wurden mit der Magie der Sanduhr durchdrungen. Du solltest jetzt keine Probleme mehr haben, die kleineren Trümmerteile, die gläsernen Stalagmiten und die bösartigen Pflanzen zu entfernen. Ich fürchte allerdings, dass die größeren Exemplare mehr Recherche erfordern. Lasst uns schnell forschen. Ich will die ganze Insel aufräumen. Diese Entschlossenheit. Sehr bewundernswert. Ich mache mich auf den Weg zu meiner Bibliothek, um genau das zu tun. Ich werde dich auf jeden Fall benachrichtigen, wenn sich etwas ergibt. Bravo! Oh, danke, danke, danke. Jetzt will ich das aber mal testen. Moment, die sind zu groß, oder? Gut, die konnten wir vorher schon. Was haben wir denn jetzt überhaupt gemacht? Wir haben die Gießkanne verbessert. Wir haben, die Sanduhr haben wir jetzt nicht verbessert. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ich überhaupt machen kann. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Die müsste ich doch auch wegmachen können jetzt. Nee? Sind die nicht? Oder sind die zum Gießen? Nee. Sind die zum Wegschaufeln? Auch nicht. Wirklich nicht?
Was hat er denn genau gesagt? Stalagmiten, Stalaktiten? Also eigentlich nur die Sachen aus der Wüste, oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich gehe jetzt mal zur Steppe kurz. Ich will das nämlich mal ausprobieren. Und was man eigentlich schon verstanden haben sollte, wenn ich hier so wie so klein weiß ich nicht was rumlaufe. Wie geht's dir heute? Ja, im Moment geht's mir noch gut, wenn ich weiß was... Ah! Nein, und damit kriege ich dann neue von denen. Ist das euer Ernst? Können wir die auch wegmachen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das euer Ernst? Das heißt, ja gut, das sind jetzt die ganz Großen, die können wir jetzt nicht wegmachen. Das ist kein Zufall gewesen, ne? Ich kann es jetzt leider nicht noch ein zweites Mal ausprobieren. Oder doch, hier hinten sind noch welche. Ich habe gerade eins von den Steinen bekommen. Jetzt habe ich wieder einen bekommen. Also pro Ding, was wir machen, bekommen wir anscheinend immer eins von diesen Steinen. Ja, das wäre dann wohl damit bewiesen, denke ich mir mal. Ja, hier ist noch meine Stelle, wo ich eben die ganze Zeit am Aufräumen war. Okay, aber wenigstens die können wir schon mal wegmachen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen auch... Oh, da haben wir jetzt mal zwei bekommen. Und vor allen Dingen auch, dass wir tatsächlich dann da auch die Steine rauskriegen. Weil wenn wir hier die ganze Zeit im Graben sind... Also ich habe jetzt so oft gegraben, ihr seht das ja. Und ich habe zweimal, glaube ich, Steine drin gehabt. Also mal drei Steine, achso, das ist das Größere. Mal drei Steine und mal, weiß ich nicht, vier Steine oder sowas. Aber ich konnte halt eben nicht, durchgehend welche bekommen. Und hier kann man, ja gut, hier sagen wir mal, zwischen eins und zwei Steinen sind immer in so einem kleinen drin. Hier können wir dann aber auf jeden Fall sagen, dass wir, wenn wir die sehen, dran gehen, kaputt machen und wir haben auf jeden Fall mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Steine. Ja, finde ich super. Das heißt aber damit, dass wir die Aufgabe natürlich auch erstmal erledigt haben. Das hier sind Story-Aufgaben und das sind Freundschaftsaufgaben. Naja, gut, okay. Ich würde gerne mit Rapunzel weitermachen. Dafür müsste ich sie allerdings erst leveln. Das werde ich jetzt erstmal nicht schaffen, weil ich heute nämlich nichts mehr machen werde. Teilbesuche habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust drauf. Ich möchte sie ein wenig schieben, bin ich ganz ehrlich. Ich würde eigentlich gerne die Sache von Eve machen, weil wir jetzt auch schon so viel von ihr... Ich mache das mal als aktive Aufgabe, wobei da kriegen wir nur 250. Ist eine kleine Freundschaftsaufgabe. Aber vielleicht dauert es auch nicht so lange. Man weiß... Oh, ja, das ist das mit den Fotos. Und ich müsste theoretischerweise auch eine normale Quest mit ihr haben. Oder irgendwie starten können oder so. Weil ich halt noch hier die Pflanzen habe. Ja gut, das mit dem Kleber ist was anderes. Aber hier die Pflanzen habe ich noch. Und das muss mit einer Quest von Eve zusammenhängen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Moment, hier oben ist keine drin, ne? Und wir haben Eve nur... Die nächste Aufgabe ist gesperrt. Mache Fotos. Ja gut, im Prinzip ist es die Aufgabe, die wir schon angefangen haben mit Gefahr. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die machen wir definitiv beim nächsten Mal. Und ich habe auch schon einiges von den Sachen gesehen, auch wenn ich wahrscheinlich aus dem Stand heraus dann nicht mehr weiß, wo sie sind, bei meinem Glück. Aber also das deplatzierte Boot zum Beispiel, das haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge noch gesehen. Eine Frau mit langen geflochtenen Haar ist auch kein Thema, da nehmen wir halt Rapunzel, eine Schlange sollten wir auch noch irgendwie fotografiert bekommen. Wasserfall aus Sand, bin ich mir nicht sicher, ob der hier hinten irgendwo ist. Von wo kam ich denn jetzt? Moment, Also von da hinten war, glaube ich, der, wo ich jetzt rumstehe, war, glaube ich, jetzt dieser, Teich, sage ich mal. Ist da auch ein Wasserfall aus Sand? Ich weiß es nicht genau. Müssten wir da mal schauen. Aber das sehen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, bevor ich jetzt hier auch noch anfange, gleich zu fotografieren. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.